Einen schönen guten Morgen, lieber Herr Dr. Fürstenwert. Guten Morgen, Herr Holscher. Wir haben uns hier heute Morgen zum Gespräch verabredet, um über die aktuelle Situation ein wenig zu sprechen. Und der Ausgangspunkt dazu war der Leserbrief, den Sie veröffentlicht haben auf einer Internetseite bei Boris Reitschuster. Und der mich sehr angesprochen hat, weil darin ein doch sehr profundes Wissen bzw. profunde Erfahrung über die Zusammenhänge zwischen Wissenschaft, Politik und Wirtschaft ja auch ausgedrückt worden ist. Und das ist etwas, was diese Situation ja überlagert. Wir haben seit Monaten diese Krise und viele fragen sich, was hat es damit eigentlich auf sich? Macht das alles Sinn? Und in diesem Zusammenhang ist mir Ihr Leserbrief eben vor die Augen gekommen und ich habe Sie gebeten, ob wir darüber einmal näher sprechen könnten. Würden Sie aber, lieber Herr Dr. Füßenwirt, einmal vorher noch ein paar Worte zu sich selbst sagen und sich selbst kurz vorstellen, was Ihr beruflicher Hintergrund tatsächlich ist? Ja, kann ich gerne machen. Da ist nichts Spektakuläres. Ich bin von Ausbildung her Chemiker. Ich habe Chemie studiert in Kiel und Heidelberg. Habe dann noch 2 Jahre Postdoc an der University of Hawaii gemacht und mich mit Inhaltsstoffen von Meeresorganismen beschäftigt. Bin dann in die Industrie gegangen, habe 25 Jahre im Bayer-Konzern gearbeitet. Zunächst, wie man das immer so macht als Chemiker, wenn man anfängt als Laborforscher. Und später sind dann Managementverantwortungen dazugekommen. Unter anderem war ich einige Zeit lang Leiter der Forschungsplanung für den Konzern, Leiter der Insektizidforschung und zum Schluss dann Geschäftsführer eines Corporate Venture Capital Fund, also einen Risikokapitalfonds, den Bayer aufgelegt hatte. Bin darüber in die Venture-Szene hineingekommen, das ist die Schnittstelle von Wissenschaft und Geld. Politik spielt auch ein bisschen eine Rolle und habe mich dann 2001 war das selbstständig gemacht als Berater für Biotech-Unternehmen. Nanotech war eine andere Geschichte und habe das vorangetrieben bis ungefähr vor 2, 3 Jahren. Dann habe ich mich konzentriert oder konzentriere mich immer noch auf die mögliche Entwicklung eines altbekannten Wirkstoffes, in Deutschland bekannt als Strophanthin, in Literatur beschrieben als Swabain. Und dieser Wirkstoff hat fantastische antivirale Eigenschaften. Und bin dabei und versuche jetzt, das irgendwie Investoren schmackhaft zu machen, der Regierung schmackhaft zu machen, dass hier eine Möglichkeit besteht, unabhängig von irgendwelchen Impfstoffen Coronavirus, zu bekämpfen. Vielleicht Okay. anmerken, weil Sie die Schnittstelle zur Politik hier angesprochen haben, auch noch. Ich bin einige Jahre lang Vorsitzender im Fachausschuss für Forschungs- und Technologiepolitik im VCI gewesen und habe darüber vielfältige Kontakte und auch ja, im Nachhinein sehr interessante Erfahrungen an der Schnittstelle Wirtschaft-Politik gemacht. Das ist sehr interessant, was Sie jetzt geschildert haben, über auch diesen ganz konkreten Bezug zum Thema, ja, durchaus auch direkt zum Thema Coronavirus, aber generell Ihre Expertise, da die Situation einigermaßen einzuschätzen. Also Sie sind, wenn ich es richtig verstehe, ja kein Virologe in dem Sinne, aber Sie haben ganz offensichtlich, und das mussten Sie auch beruflich dann, durchaus eine gewisse Expertise im Hinblick auf die Einordnung von ja, wissenschaftlichen Sachverhalten vor dem Hintergrund von Anwendungsfragen, um es mal ganz allgemein zu formulieren. Das ist doch ein richtiges Verständnis, oder habe ich mich da geirrt? Nein, nein, das ist schon richtig. Schauen Sie, als Leiter der Forschungsplanung für den Bayer-Konzern, da habe ich ja über die 5 Jahre, die ich das gemacht habe, sicherlich mehr als 1000 Projekte zu evaluieren gehabt. Und da kriegt man schon ein gewisses Gefühl, ein gewisses Muster, ein gewisses Vorgehen, wie man mit wissenschaftlichen Fragestellungen umgehen soll, wie man zum Kern einer Problematik vorstößt. Und aus dem Ansatz heraus habe ich mich auch sehr früh interessiert für das ganze Geschehen um SARS-CoV-2, um Covid herum, gerade auch vor dem Hintergrund, dass ich ganz gerne einen Wirkstoff platzieren möchte, der hier eine große Rolle spielen könnte.
So, das ist das eine, dass Sie da einen konkreten Ansatz sehen, aber ich möchte es einfach nur noch mal sagen, es ist ja unabhängig davon, haben Sie sich jetzt zu Wort gemeldet, um einige Fragen zu adressieren im Hinblick auf das Prozedere, wie wir bisher diese Krise gehandelt haben. Was hat Sie da bewogen, sich zu Wort zu melden? Aus meinem Werdegang können Sie entnehmen, dass ich immer im Bereich Forschung, Wissenschaft, auch an der Grenze zu wirtschaftlichen Betrachtungen, finanziellen Betrachtungen tätig gewesen bin. Und ich bin in meinem Herzen immer noch ein Forscher, ein Wissenschaftler. Und die Wissenschaftler haben eine Verpflichtung, aus ihrem Wissen heraus auch an die Öffentlichkeit zu gehen und das Wissen zu vermitteln. So, und da bin ich sehr früh auf ein Phänomen gestoßen, dass die ganze Diskussion um den Drosten-PCR-Test entscheidende Punkte überhaupt nicht berücksichtigt. Und habe gesagt, okay, das kann man ja einfach beheben, indem man auf wissenschaftliche Zusammenhänge, nicht Meinungen, sondern auf wissenschaftliche Fakten hinweist und habe beschrieben, wie wird eigentlich im Prinzip ein RT-PCR-Test, so heißt er genau, durchgeführt. Und das ist im ersten Schritt, man nimmt diesen Abstrich, auf einen Wattebausch bringt man eben ein Sekret auf und das wird in erstem Schritt geschreddert, sage ich jetzt mal, damit es für Laien verständlich bleibt. Alles, was in diesem Sekret, in diesem Abstrich drin ist, an organischem Material, wird zunächst einmal aufgelöst. Sind also Zellen drin, die werden zerstört. Sind da Viren drin, die werden zerstört. Warum macht man das? Weil das Coronavirus ein RNA-Virus ist. Das hat eine Erbinformation, die ist auf einem einzigen Informationsstrang gespeichert. Mhm. Die Polymerase-Kettenreaktion, der PCR-Test, der dem nachgeschaltet ist, der benötigt aber DNA-Stränge, die er dann vermehren und durch die Vermehrung dann auch nachweisen kann. So, auf diesen Sachverhalt habe ich hingewiesen und auch beschrieben, wie man jetzt von der RNA in eine DNA kommt, indem man nämlich das ganze Sekret, das man als Probe genommen hat, lysiert, das ist der Fachausdruck, eine Lyse durchführt und damit alle Viren zerstört, um deren RNA freizulegen. Diese RNA wird dann durch ein spezielles Enzym übersetzt in eine DNA. Und die DNA wird dann multipliziert, vermehrt und damit dann auch nachgewiesen. Entscheidender Punkt ist, hier wird zunächst einmal alles, was an Viren da ist, zerstört. Damit haben Sie in dem Lysat, also in dem Produkt der Lyse, keinerlei infektiöses Material mehr vorliegen. Und deshalb kann auch die dann nachgeschaltete Polymerase-Kettenreaktion nur noch den Hinweis geben, okay, da ist vielleicht mal Kontakt zu einem SARS-CoV-2-Virus gewesen, vielleicht ist er aktuell noch da, aber es erlaubt keine Aussage mehr zur Infektiosität. Und das ist alles, worauf es ankommt. Infektiosität ist das, was wir in uns tragen, gefährlich für einen anderen, indem ich ihn anstecke. Und darüber kann der RT-PCR-Test überhaupt nichts aussagen und ist damit vollkommen ungeeignet, Infektionen nachzuweisen, die wir jeden Tag in der Zeitung dann berichtet bekommen. Das sind Falschmeldungen. Das ist tatsächlich sehr, sehr interessant, weil ich glaube, das ist wenigen Menschen bekannt. Also was auch ich persönlich jetzt schon gelesen und recherchiert hatte, war, dass der Erfinder des PCR-Tests, Gary Mullis, ja davor gewarnt hat, diesen Test für diagnostische Zwecke anzuwenden, weil das zumindest ohne weiteres gar nicht möglich sei. Aber was Sie jetzt gerade nochmal beleuchtet haben, ist ja, und das ist einleuchtend, der Unterschied, dass der PCR-Test DNA-Fragmente multipliziert, wohingegen hier beim Virus erst einmal DNA hergestellt werden muss und dazu diese ursprüngliche Struktur aber aufgelöst werden muss, um dann enzymatisch in eine synthetische, ist ja dann eine synthetische Form von DNA, oder ist das eine falsche Terminologie? Ist das dann synthetisch, indem es
durch die ja, synthetisch werde immer assoziieren, wir machen das wie in der Chemie und kippen da irgendetwas zusammen. Es wird hier ein biologischer Prozess ausgenutzt, nämlich die reverse Transkriptase. Das ist ein Enzym, das die RNA-Viren mit sich bringen. Die brauchen sie nämlich, um sich in das Genom der menschlichen Zelle einzuschleichen. Und das muss sie machen, um letztendlich sich zu reproduzieren. Also es ist ein biologischer, das Ausnutzen einer natürlichen Reaktion. Wenn man sich jetzt vorstellt, okay, es ist Anfang des Jahres, es kommen beunruhigende Nachrichten über ein neues und potenziell gefährliches Virus und man ist auf der Suche danach, ein bisschen Grund reinzukriegen und es wird vorgeschlagen, dieses Verfahren anzuwenden, um zumindest die Existenz dieses Virus damit zu zeigen. Und dann ist ein politischer Entscheidungsträger, und in dem Fall war es die WHO, aber ist ja auch mittelbar politisch, ist dann gefordert, zu entscheiden, okay, lassen wir das jetzt in eingedenk der Argumente, die auch Sie jetzt eben nochmal artikuliert haben, gehen wir davon aus, dass die sind in der WHO auch bekannt gewesen, sind ja auch Wissenschaftler da. Man hat sich dann entschieden, wir machen das trotzdem, weil es war nichts Besseres vorhanden, um zumindest irgendwie Licht in dieses Dunkel zu bekommen. Jetzt sind wir 11 Monate später, haben eine Situation, die unglaubliche Verwerfungen sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich bereits angerichtet hat. Und die Politik steht nach wie vor in dem Dilemma, dass sie A, Schaden abwenden muss, B, aber auf der anderen Seite eben Schaden jeglicher Art auch proportional, also verhältnismäßig bemessen und daraus Entscheidungen ausrichten muss. Wie würden Sie, wenn Sie jetzt einen Politiker beraten müssten, wenn jetzt die Bundeskanzlerin bei Ihnen anruft oder der Bundesminister für Gesundheit ruft bei Ihnen an und sagt, Herr Dr. Fürstenmett, was können wir tun, um dieses Problem aufzuklären? Wie würden Sie dann argumentieren? Welchen Rat würden Sie geben? Ja, schaffen Sie wissenschaftliche Grundlagen für Ihr Handeln. Verlassen Sie sich nicht auf einzelne Forscher, die vielleicht eine persönliche Agenda haben, aber die in der Vergangenheit schon mit ihren Prognosen daneben gelegen haben. Holen Sie sich die Fachkompetenz, die in der deutschen Wissenschaft vorhanden ist, an einen Tisch und lassen sich umfassend beraten. Denn das ist das, woran es fehlt. Und das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung. Es haben ja hochkarätige Wissenschaftler darauf hingewiesen, dass es von der Regierungsseite her immer wieder versäumt worden ist, die wissenschaftliche Grundlage für eine Beurteilung dieser Pandemie zu schaffen. Das ist jetzt ganz aktuell in einem Interview von Professor Windeler, dem Institutsleiter für Geistesqualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, in der Zeit, glaube gestern oder vorgestern, veröffentlicht. Er sagt, wir haben keine Daten und was das Schlimmste ist, die Politik will auch keine Daten haben. Es ist vollkommen unklar, auf welcher Basis die ganz drastischen Maßnahmen, Lockdown, Kaputtmachen der Wirtschaft und Ähnliches durchgeführt werden. Es sind genügend Experten vorhanden in Deutschland, die man zusammenholen kann und die sich dann auch mit Vorschlägen äußern können. Ob das der Herr Schrappe mit seiner Truppe ist, die vor kurzem ein Positionspapier wieder veröffentlicht hat. Es sind genügend Experten da und es geschieht leider nicht. Ja, nun sind Sie ja weit davon entfernt, radikale Positionen zu vertreten. Sie sind jemand, den ich im besten Sinne als Vertreter der Mitte der Gesellschaft bezeichnen würde. Ihre berufliche Qualifikation haben Sie selber und den Werdegang haben Sie selber beschrieben. Sie haben jetzt auch hier namhafte Wissenschaftler zitiert, die ebenfalls warnend den Finger halten. Wie kann dann vor einem solchen Hintergrund der normale Durchschnittsbürger sich darauf einen Reim machen, dass trotzdem all diese Warnungen offensichtlich in den Wind geschlagen werden? Und was könnte man jetzt da raten, wie man diesen Prozess eventuell doch noch zur Umkehr bringen könnte? Haben Sie da eine Idee? Ja, das machen, was ich im Prinzip als Privatperson, als Bürger ja auch mache. Ich versuche mich umfassend zu informieren. Und das geschieht, kann ich leider nicht auf Basis
dessen, was man als Mainstream-Medien heute bezeichnet. Ob die Zeit, die FAZ, der Spiegel, alle großen Zeitschriften, ob das das Heute-Journal oder die Tagesschau sind, die haben alle einen sehr eingeengten Blickwinkel auf das ganze Geschehen. Und was viel schlimmer ist, es wird ja alles verteufelt und in die Ecke von Rechtsradikalen und Antisemiten gestellt, wer auch nur mit Fragen hinterfragt, ist denn das, was hier beschlossen werden soll oder was schon beschlossen worden ist, wissenschaftlich abgesichert? Und da sagt der Professor Windelin, nein, die wollen ja noch nicht einmal wissenschaftliche Informationen. Insofern ist die Politik auf dem Auge blind. Und was erschreckend ist, das ist ja parteiübergreifend. Es gibt ja keine Fraktion im Deutschen Bundestag, in Ausnahme der AfD, die vor Monaten ganz klar auf Corona-Eindämmung gesetzt hat und heute andere Positionen vertritt, aber das ist Populismus. Alle Parteien von links bis rechts verweigern sich den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ja, das ist mir auch aufgefallen und die Leser meines Blogs, beziehungsweise auch die Hörer und die Zuschauer, die wissen das. Vertreter wie jene, die die Great Barrington Declaration verfasst haben, die kommen auch aus dem absoluten Mainstream. Harvard, Stanford, Oxford sind ja keine kleinen, unbedeutenden Hochschulen und auch keine radikalen Schmieden per se. Die werden an den Rand gedrängt, die werden ausgegrenzt, obwohl sie zunächst auch erstmal nur sagen, wir haben Anlass, den bisherigen Weg kritisch zu überprüfen und möglicherweise auch Ansätze, andere Wege einzugehen. Und da kommt ja auch immer das Beispiel dann letztendlich Schweden. Also ich meine, Schweden geht ja einen doch erheblich unterschiedlichen Weg. Und da hört man aber immer, ja, aber die Schweden haben ja auch eben dafür die Quittung bekommen, weil sie eine so schlechte Bilanz haben. Die Pro-Kopf-Sterblichkeit oder die Sterblichkeit pro 100.000 sei ja dort über die Maßen hoch. Das könnten wir uns hier gar nicht erlauben. Was sagen Sie zu solchen Einwänden? Herr Alster, darf ich noch mal einen Schritt zurückgehen, weil hier Bitte. Sind wir jetzt schon bei konkreten politischen Maßnahmen. Ja. Aber ich bin einfach im Herzen, wie ich schon ausgeführt habe, Wissenschaftler. Ja. Nur ein konkretes Beispiel jetzt, was ja jetzt in der tagesaktuellen Diskussion drin ist, die Impfstoffe. Wie gut sind die? Ist es sinnvoll oder ist es gerechtfertigt, die jetzt breit auf die Bevölkerung loszulassen? Mhm. Da kriegen Sie eine extrem gefilterte Information. Also da müsste man eigentlich ansetzen und sagen, Mensch, wir haben doch den wissenschaftlichen Sachverstand in Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Greif doch auf dieses Wissen zu, ohne ideologische Scheu. Ja, also darf ich mir erlauben, in diesem Zusammenhang dann, was den Impfstoff angeht, eine auch weitere aktuelle Diskussion aufzugreifen, die da anknüpft. Syncytin ist so, ich bin kein Wissenschaftler, aber ich habe es, wenn ich es richtig behalten habe, geht es darum, es ist ein Molekül, ein Peptid, was zwingend notwendig ist, um die Plazenta vor dem Immunsystem zu schützen und damit eben eine erfolgreiche Schwangerschaft auch zu ermöglichen. Dieses Syncytin soll, korrigieren Sie mich da, wenn ich da falsch liege, soll eben auch in zumindest sehr ähnlicher Form in dem jetzt zum Ziel genommenen Spike-Protein des SARS-CoV-2-Virus auch enthalten sein, gegen das ja die Antikörper mittels des Impfstoffes produziert werden sollen. Hier haben sich jetzt, ich sage jetzt mal Experten, denn der Dr. Wodak ist ein Experte, da er sowohl als Mediziner wie auch als Politiker, Gesundheitspolitiker, mit prozeduralen Fragen bestens vertraut ist, zu Wort gemeldet und gesagt, es muss ausgeschlossen werden vor einer Anwendung dieses Impfstoffs, dass hier eben nicht auch unbeabsichtigt eine Erkennung dieses Syncytin für Frauen für mögliche Schwangerschaften erfolgt, sprich, dass da keine Antikörper dagegen gebildet werden
könnten. Ist das etwas, was auch aus Ihrer Sicht zunächst mal eine zumindest valide Hypothese ist, die man eben in der Tat adressieren und dann auch ausschließen muss vor einer solchen Entscheidung über den Impfstoff? Ja, absolut. Das ist eine absolut berechtigte Frage. Das, was Sie ausgeführt haben, ist fachlich richtig. Und als besonderes Schmankerl, ich weiß nicht, ob Sie unter dem Video nachher noch Links platzieren können, kann ich Ihnen gerne den Link einer Arbeit zur Verfügung, eines Übersichtsartikels zur Verfügung stellen, wo die Problematik angesprochen wird. Dieses Enzym, das hier notwendig ist, da gibt es die begründete Vermutung, dass das viralen Ursprungs ist, dass das über ein Virus in das humane Genom irgendwann eingeschleust worden ist vor Millionen Jahren und dann dazu geführt hat, dass die Plazenta sich bilden kann. Mhm. Also das ist eine absolut berechtigte Geschichte, die hier Wodak und Jeden, sind ja beide, die darauf hingewiesen haben, das ist absolut richtig. Das ist eine Fragestellung, die sollte man wissenschaftlich unbevorbelastet durch irgendwelche Ideologien oder politische Zwänge bearbeiten. Ja. Wobei wir hier aber zu dem Punkt kommen, welche Daten gibt es denn eigentlich zu diesen Wirkstoffen, sei es Moderna oder BioNTech, Pfizer, AstraZeneca. Ich habe versucht, anhand dessen, was da ist, mir ein Bild zu machen. Und bin auf eine Arbeit in dem British Medical Journal gestoßen, aus dem Oktober, wo das Studiendesign für den BioNTech oder den Moderna Wirkstoff, Impfstoff beschrieben ist. Diese Studien, die jetzt in die schnelle Zulassung münden, sind nicht darauf ausgelegt, Wirksamkeit irgendwo nachzuweisen. Die sind ausschließlich ausgelegt, nachzuweisen, wir haben hier keine schweren Nebenwirkungen zu erwarten. Die Zahlen, die zurzeit veröffentlicht worden sind in den Pressemitteilungen, mehr haben wir ja noch nicht gesehen, der Firmen, die belegen, dass sie um einen Patienten sicher vor SARS-CoV-2-Infektion zu schützen, 250 Patienten impfen müssen. Das ist lächerlich. Und was das eigentlich Erschütternde dabei ist, die Firmen Moderna und BioNTech selber weisen darauf hin, dass die Studien mit 30.000 und 40.000 Probanden keine Aussagen zur Wirksamkeit liefern können, weil die Prävalenz des Virus so gering ist. Richtig. Auf gut Deutsch, wir haben ja ein so schwaches Infektionsgeschehen, dass es 100.000 Probanden benötigen würde, um eine Aussage zur Wirksamkeit zu treffen. Womit wir wieder... Vergleichen Sie das mit den Zahlen, die Sie jeden Tag bekommen. Wir hätten es mit einem Killer-Virus zu tun. Ja. Die Impfstoffentwickler sagen, wir haben ein so kleines Infektionsgeschehen, dass wir mit den laufenden Studien gar nicht nachweisen können, dass es eine Wirkung hat. Genau, womit wir wieder beim Anfang, Ausgangspunkt waren, Ihrem Leserbrief und der Frage, ist es überhaupt redlich, diesen Test zum Nachweis eines Infektionsgeschehens zu verwenden? Und darauf war Ihre begründete Einwand, das ist gar nicht möglich, weil schon im Testverfahren diese Erkenntnisebene ausgeschlossen wird. Herr Eichstein, lassen Sie mich das einfach nochmal verdeutlichen an dem Wirkstoff. Der RT-PCR-Test spielt da auch eine Rolle, weil die Firmen den benutzen, um einen Fall nachzuweisen. Also was machen diese Studien? Die applizieren den Impfstoff an 40.000 Probanden und schauen, entwickelt sich da irgendwie eine Infektion oder sind die jetzt letztendlich dagegen geschützt? Und dann wird als Infektion gewertet, wenn jemand Husten hat und gleichzeitig einen positiven RT-PCR-Test. Wenn einer leicht Schüttelfrost hat und einen positiven PCR-Test. Das heißt, das sind aller Welt Symptome, die nichts von Gefährlichkeit irgendwo ahnen lassen. Mhm.
Man kann, und wenn Sie 150 oder 160 im Falle von Pfizer-BioNTech solche Cases haben, dann dürfen Sie die Studien abbrechen und sagen, so, jetzt haben wir genug valide Daten. Das sind die offiziellen Vorgaben von den Zulassungsbehörden. Das heißt, die Firmen wissen ganz genau, wir brauchen keinen Nachweis von Wirksamkeit, es reicht der Nachweis von wenig Nebenwirkungen. Der eigentliche Test, Herr Eichner, und das ist das, was ich auch als Bürger sehr, sehr fraglich finde, der wird laufen, wenn Millionen von Bürgern mit diesen unzureichend getesteten Impfstoffen geimpft werden. Das ist unverantwortlich, was hier läuft, Ja, weil man auf die Wissenschaft nicht hört. zumal in dem Zusammenhang ja genau auch eine weitere Sorge darin besteht, dass die reine Antikörperproduktion durch einen Impfstoff sogar kontraproduktiv sein könnte und gerade bei Coronaviren eben diese Problematik ja auch schon beobachtet worden ist. Und jetzt noch einmal Anfang dieses Jahres von Dr. Peter Hotez, der ist Forscher in Amerika, in Texas, ausgewiesener Forscher für Coronaviren, der ausdrücklich davor gewarnt hat, vor diesen Antibody-Dependent Enhancement, also dem überschießenden Immunreaktionen bei einer nach der Impfung stattfindenden dann Konfrontation mit dem tatsächlichen Virus, was dazu führt, dass dann die Erkrankung schwerer und oftmals auch tatsächlich dann tödlich verläuft. Im Tierversuch ist es ja bewiesen worden. Die waren übersensibilisiert. In dem Augenblick, wo sie mit dem Wildtyp des Virus in Kontakt gekommen sind, sind alle Tiere, die man infiziert, geimpft hatte, gestorben. Also das sind Dinge da. Das heißt nicht, dass man damit prinzipiell auf dem falschen Weg ist. Es sind Probleme, die aus der Wissenschaft heraus ausgewiesen werden und die müssen beantwortet, bearbeitet werden. Und das ist mit dem politischen Druck, der hier auf die Zulassung gemacht wird, nicht mehr möglich. Hier wird mit Millionen von Bürgern ein Riesenexperiment gewagt. Ja. Und das nur im Hintergrund dessen, was wir bei der Schweinegrippe vor einigen Jahren gesehen haben. Wo, Unverantwortlich. ja, wo, wo im Übrigen ja auch gerade Herr Dr. Wodak jemand war, der das klar auch nochmal hat aufarbeiten lassen im Europarat, wo er den Gesundheitsausschuss geleitet hat und wo er auch die bedenklichen Interessenskonflikte zwischen Gutachtern, Sachverständigen und Interessensgruppen, sprich in diesem Fall Impfstoffindustrie, ja auch hat dokumentieren können. Und jetzt wird jemand wie er als Verschwörungstheoretiker ausgegrenzt, der eigentlich jemand ist, der mit hohem Sachverstand an dieser Frage einen wichtigen Beitrag zur Entscheidungsfindung leisten könnte. Ja, das ist ein weiteres Phänomen, was mich als Bürger also wirklich auch alertisiert. Das ist diese gleichgeschaltete Presse, die wir haben. Warum werden Leute wie Wodak oder Bhakdi oder Frau Reis zu Aussätzigen erklärt? Warum werden Studenteninitiativen, die vor 2 oder 3 Tagen war das eine öffentliche Diskussion zwischen einem Mainstream Wissenschaftler und Wodak Bhakdi organisieren wollten, angegangen von der Universität, dass wie sie es wagen können, solche Ketzer einzuladen. Es ist unverantwortlich. Warum werden mit öffentlichen Geldern sogenannte Faktenchecker eingesetzt, um die Bevölkerung letztendlich fehl zu informieren? Und was viel schlimmer ist, wie behandelt man Leute, die eine abweichende Meinung haben? Wenn der Leiter eines Gesundheitsamtes in Bayern sich kritisch zu den Masken äußert, wird er entlassen oder versetzt. Ja, wenn Leute aus dem Bundesinnenministerium heraus darauf hinweisen, dass es hier eine umfassende Bewertung braucht, nicht nur die rein wissenschaftlichen Aspekte, sondern auch die wirtschaftlichen Aspekte von Maßnahmen zu beurteilen, warum wird er entlassen? Ja, das sind Dinge. Warum wird man wie in DDR oder Nazi-Zeiten von ja, Corona-Gestapo und Corona-Stasi verfolgt? Nur weil man eine von der politischen gewollten Meinung abweichende Sichtweise hat.
Genau, also lassen Sie mich das kurz noch einmal aufgreifen. Diese Begriffe, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, das sind natürlich Überspitzungen, weil ja auch immer wieder dann kritisiert wird, dass diejenigen, die kritische Fragen äußern, maßlos sind und die wirklichen Verhältnisse verzeichnen. Natürlich leben wir in einer ganz anderen Situation, in einem Land mit wunderbaren Möglichkeiten, auch rechtsstaatlichen Möglichkeiten. Aber das, was Sie ja beschrieben haben, sind sehr verstörende Symptome des Umgangs mit berechtigter, wissenschaftlich begründeter Kritik. Und aus dieser Situation erklären sich dann im Zweifelsfall auch Vergleiche, die natürlich drastisch sind, aber die im Kern ja nichts anderes ausdrücken sollen, als dass es nicht hinnehmbar ist und sehr fragwürdig ist, solche Kritik mit diesen Maßnahmen zu unterdrücken. Oder habe ich das falsch wiedergegeben? Ja, schauen Sie, wenn der Präsident der Bundesärztekammer, der Reinhardt, einer Sendung bei Lanz wagt, darauf hinzuweisen, dass die Studienlage zur Wirksamkeit von Masken vielleicht doch nicht so eindeutig ist, mehr hat er ja gar nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, Masken helfen nicht. Er hat auf die Ambivalenz der Ergebnisse hingewiesen. Der wird von Fachorganisationen, von der Öffentlichkeit, von der Presse genötigt, dass er einen Tag später seine Aussage widerruft und sich bekennt, ja, ich habe das ja gar nicht so gemeint. Ich meine jetzt entgegen dem, was ich gesagt habe, ich bin falsch verstanden worden, Masken schützen doch. Was ist das? Das ist doch Zensur. Ich darf keine abweichende Meinung äußern. So, jetzt ganz, ganz aktuell am 1. Dezember. Vor 3 Tagen, WHO, eine neue Einschätzung zur Wirksamkeit von Masken. Wirksamkeit nicht belegt. Die dänische Studie, ja. Nein, nicht die dänische Studie. Das ist eine WHO-Publikation, kann ich Ihnen den Link auch geben. Wunderbar, Zwei gerne. oder drei, 2 oder 3 Tage alt, wo die WHO in ihrer aktuellen Einschätzung der Frage, helfen die Masken bei der Verbreitung von SARS-CoV-2? Gibt keinen belegbaren Nachweis, dass das der Fall ist. Bitte, ja. So, und da geht der Bundesärztepräsident her und sagt, ich kriege zu Kreuze, ich habe das ja gar nicht so gemeint. Das hat mit Wissenschaft und wissenschaftlichem Vorgehen nichts mehr zu tun. So, und unter dem Hintergrund, da jetzt eine Maßnahme zu beurteilen, wird sehr schwierig. Gerade, ich erinnere nochmal, Windeln, gestern, vorgestern in der Zeit, es sind keine Daten da. Schrappe sagt Ähnliches, auf der wir wissenschaftlich beurteilen können, ob bestimmte Maßnahmen überhaupt einen Sinn haben. Weil man sich von Anfang an seitens RKI, Bundesgesundheitsministerium, immer geweigert hat, notwendige Basisstudien durchzuführen. Dass man eine Kohortenbildung macht und die Prävalenz und die Entwicklung der Prävalenz in diesen Kohorten über die Monate hinweg nachverfolgen kann. Wenn heute Abend eine Sendung im Fernsehen läuft, morgen Mittag wissen die Sender, wie die Zuschauer reagiert haben, wie viele Zuschauer zugeschaut haben, haben eine Altersstruktur. Nur wir haben es nicht geschafft, in 9 Monaten eine Studie aufzulegen, anhand derer wir die von den Statistikern geforderten Zahlen liefern können. Der Wieler hat im März gesagt, solche Studien brauchen wir nicht. Dann ist der Druck seitens der Wissenschaft größer geworden, hat er gesagt, ja, wir planen eine Studie, die wird im Juni zur Verfügung stehen. Bis heute hat kein Mensch von dieser Studie irgendetwas gehört. Ja. Warum wird ein Professor Püschel kritisiert, weil er gesagt hat, ich möchte endlich wissen, ob mit oder an Corona gestorben ist. Auch da war die Aussage vom RKI, wir brauchen diese Studie nicht. Bis die Pathologen sich dann wieder massiv eingeschaltet haben, dass man sagt, ja gut, dann macht das eben. Warum verweigert die Politik sich der Unterstützung, die Wissenschaft immer wieder angeboten wird? Da ist was ganz Furchtbares schiefgelaufen. Warum wird hier alles auf eine Meinung getrimmt? Was ist das für ein Wissenschaftsverständnis, wenn der Herr Professor Drosten mit anderen Wissenschaftlern im April in der
New York Times eine ganzseitige Anzeige schaltet, in der gefordert wird, nur noch die Virologen dürfen sich zu SARS-CoV-2, Covid-19 äußern. Wissenschaftler entsetzt, wir leben von der Diskussion, wir leben von dem Austausch, auch kontroverser, unterschiedlicher Auffassungen. Es geht nicht an, dass hier wie in totalitären Systemen nur eine Sicht akzeptiert wird. Lieber Herr Dr. Fürstenwett, lassen Sie mich an der Stelle einfach noch einmal auch für alle Zuschauer und Zuhörer festhalten. Ich spreche hier mit einem erfahrenen Wissenschaftler. Ich spreche hier mit Ihnen, der Sie das Coronavirus in seiner Existenz nicht leugnen. Nein, um Gottes Willen, ich möchte gerne ein antivirales Mittel dagegen entwickeln. Also ich entwickle nichts gegen nichts, das mache ich nicht. Ja, so, und das ist einfach wichtig, um auch noch einmal klarzumachen, dass es hier ein konstruktiver Beitrag zu einer schwierigen Lage ist, aber dass tatsächlich die Fragezeichen angesichts der irrationalen Aktionen in der Politik und in Teilen der Administration, die da eben Verantwortung tragen, RKI haben Sie erwähnt, WHO ist mindestens widersprüchlich, weil sie ja auch sehr, sehr groß ist. Aber das sind Aspekte, die Menschen eigentlich beunruhigen sollte. Was ist der Rat von Ihnen? Sie sind ja tatsächlich auch, das haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, Sie sind inzwischen Großvater. Das heißt, wie beurteilen Sie und welchen Rat geben Sie der Bevölkerung im Hinblick auch auf die vielbeschworene Generationengerechtigkeit? Das heißt, die Bedingungen, die wir unseren Kindern und Enkeln hinterlassen. Hoffentlich eine Gesellschaft, in der es nicht nur möglich, sondern auch gewünscht wird, im Sinne der Aufklärung zu arbeiten und zu leben und zu denken. Also traut euch, euren eigenen Verstand einzusetzen, dann seid ihr nicht mehr abhängig von irgendwelchen Manipulationsversuchen. Das ist das, was Kant immer propagiert hat. Was Besseres können wir als Eltern, als Großeltern unserem Nachwuchs gar nicht an die Hand geben. Seid kritisch. Und was unsere Aufgabe ist, wir müssen eine Gesellschaft aufzeigen, in der eben diese offene Diskussion, dieses offene Ringen um den besten Weg nicht nur möglich, sondern sogar gewünscht ist. Und das ist das, was von Politik zurzeit im Augenblick nicht gemacht wird. Ich jetzt, Sie sprechen meine Kinder, meine 6 Enkelkinder an. Es wird Angst verbreitet. Wie in einem totalitären System. Ich erinnere mich sehr gut an Diskussionen in den 60er Jahren mit meinen Eltern. Ihr müsst doch was gemerkt haben, was da gesellschaftlich gelaufen ist. Und die Antwort ist immer wieder gewesen, Hauke, das war alles unterschwellig. Und als wir es gesehen haben, war es zu spät. Da durfte man keine andere Meinung mehr äußern. Ja. Da wurden Leute, die falsche Meinung geäußert haben, aus dem Verkehr gezogen. Ja. Bei uns werden sie aus der Diskussion verbannt. Ich will also nicht jetzt aussagen, das System, das wir im Augenblick jetzt hier haben, das ist gleichzusetzen mit einer Diktatur, Nazi oder Kommunismus, wie wir sie in Deutschland beide erlebt haben. Aber es muss immer noch erlaubt sein, zu vergleichen. Ist das, was wir heute haben, nicht doch irgendwo ansatzweise so weit, dass wir schon auf eine schiefe Ebene geraten, die nicht mehr und abrutschen und nicht mehr bremsen können. Lassen Sie mich da, lieber Dr. Fürstenwert, als Historiker, meine Ausbildung ist historische, ergänzen. Wäre den Anfängen bedeutet tatsächlich, diese unguten Entwicklungen an ihrem Anfang zu erkennen. Und es ist ganz unzweifelhaft eine ungute Entwicklung, wenn wir uns von den Prinzipien, auf die unsere Gesellschaft, auch unsere wissenschaftliche Gesellschaft aufgebaut ist, so weit verabschieden, dass wir diesen Diskurs erst recht angesichts einer doch auch nach Aussage der Impfstoffhersteller sehr moderaten Entwicklung des Impfgeschehens diesen Diskurs nicht offen führen, sondern tatsächlich in einer panikartigen Reaktion alles an die Seite drücken, was
was Fragen stellt, die aber legitim sind. Während den Anfängen heißt nicht zu warten, bis ein totalitäres System entstanden ist, sondern es heißt tatsächlich, die Anzeichen für solche Entwicklungen schon früh an der Wurzel zu erkennen und dagegen das Wort zu ergreifen. Dann können wir auch für unsere nachfolgende Generation, glaube ich, vieles bewirken. Und insofern möchte ich hier vielleicht jetzt auch, bevor ich Ihnen das Schlusswort dann gebe, meinerseits die Hoffnung Ausdruck geben, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Gespräch an ihre Abgeordneten in Kommunen, in Ländern, im Bund und in Europa senden, um zu zeigen, hier wird fundierte Kritik geäußert, hier wird aber vor allen Dingen die Erwartung geäußert, diese Gesellschaft in ihren Grundlagen ernst zu nehmen. Und diese Grundlage bedeutet Diskussion, Offenheit und Transparenz in der Entscheidungsfindung. Ja, dem stimme ich zu, Herr Eichner. Und nochmal mein Aufruf an die Politiker: Bedient euch dieses immensen Wissens, das die deutsche Wissenschaft, die internationale Wissenschaft aufgebaut hat. Selektiert nicht Wissen basierend auf irgendwelchen ideologischen Annahmen oder Vorgaben. Lebt die offene Gesellschaft. Ganz herzlichen Dank. Das war Herr Dr. Hauke Fürstenwerth im Gespräch mit dem Vitalstoff-Blog. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Wir werden die Links, die Quellen, die Sie erwähnt haben, in diesem Video, unter diesem Video natürlich mit anbieten zum Nachrecherchieren. Auch das heißt, natürlich bilden Sie sich Ihre eigene Meinung ebenfalls im Hinblick auf unsere Inhalte. Ja. Hinterfragen Sie auch diese gerne kritisch, aber hinterfragen Sie eben grundsätzlich kritisch und kommen Sie zu einer eigenen Meinungsbildung. Ganz herzlichen Dank. Bitte.